Willkommen zurück zu meinem Let's Play Honkai Star Rail. Ich bin's natürlich wieder, eure Bum 36, und wir machen spannend weiter. Ja, wir haben einen erneuten Angriff der Legion und wollen jetzt vom Schiff fliehen. The exit's over there. How do we get to it? Der Ausgang ist da drüben. Wie kommen wir da ran? Tja. Wir könnten eigentlich jetzt auch mal wieder auf sie wechseln, weil sie hat ja diesen Angriff mit dem Pfeil aus der näheren Umgebung. Kann ich hier nicht irgendwie durchspringen? Offenbar nicht. Freeze. Gefroren. Cool. Clemency? Erholung von gefroren. Echt jetzt? The time is now. You have the worst luck running into me. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Rules are made to be broken. So, wir greifen am besten alle an. You don't say you're welcome. Okay. You won't drei get mindestens. Siegesrausch. Ach ja, wegen der Schwäche. You couldn't have done it without me. Gewöhnlicher Schatz. Aha. Abstoßbrücke. Eine Abstoßbrücke kann orange oder blau sein. Mit dem Steuergerät kann die aktive Brücke ändern und so an ungeahnte Orte gelangen. Es kann jeweils nur eine Farbe aktiv sein. Wenn der Schalter auf dem Steuergerät aufleuchtet, erscheint die Abstoßbrücke derselben Farbe. Okay. Gut, wenn ich da jetzt drücke, ist dann die andere Brücke aktiv. Ja, super. Freeze! Freeze! You won't get away! Step aside. I have no interest in stoking conflict. My turn! Okay. Watch this. Take this. So, hier haben wir ja eine Kiste gesehen. Oh, das ist Glas, okay. Oh, da hinten ist noch ein Gegner. Mächtige Gegner. Während deiner Erkundung triffst du womöglich auf mächtige Gegner. Besiege sie, um reiche Belohnungen zu erhalten. Gefroren. Move carefully. The truth of life and death
revealed in an instant. This sanctuary is but a vision! Break! So, wir brauchten mehr Verteidigung eher. Stay right there while I give you a present. Let's make it quick. Try that again. You can't run. You can't run. Combat is a series of precise machinations. Clemency? Never heard of it. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens. It's if I'm at your ultimate. Okay, The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision! Okay, wir erhöhen nochmal die Verteidigung. With me out here, how can we lose? Let's go. You won't get away! Siegesrausch. I have something for you. Naja, er lebt immer noch. Just a scratch. Rules are made to be broken. You're out. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Okay, dann greifen wir an. Stay right there while I give you a present. Time for a detailed overhaul. Ende des Bogens. Try that again. You're annoying. Okay. You can't run. With me out here, how can we lose? Let's make it quick. Combat is a series of precise machinations. Try that again. Okay. Ouch. You can't run. You have the worst luck running into me. Stay right there while I give you a present. Let's go. Batter up! Step aside. I have no interest in stoking conflict. Time for a detailed overhaul. You're annoying! Try that again! The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision! You won't get away. It's too late to repent. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Huh.
Watch this! Let's make it quick. Okay, geschafft. Gut. Mächtiger Gegner besiegt, Schatz freigeschaltet. Was habe ich bekommen? Leere. Okay, das ist nichts zum Zerschießen. Gut, der hat uns geheilt. Dankeschön. Freeze! Freeze! Wir gefrieren hier alles ein. Clemency? Never heard of it. The time is now. My turn. This is our chance. You won't get away. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens. And I'm no exception. Come one, come all. Step aside. Rules are made to be broken. Proteineis, okay. Metall. Freeze. Wir werden jeden bekämpfen, you den wir treffen. Away. Let's go. Take this! Combat is a series of precise machinations. Okay. The time is now. With me out here, how can we lose? Let's make it quick. Time for a detailed overhaul. One at a time! Okay. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens. And I'm no exception. Okay, ihre Ultimate ist noch nicht bereit. Verteidigen wir noch schnell ihn. Stay right there while I give you a present. Try that again. Ow. You can't run. Barely felt it. This is our chance. Take this! You won't get away! I have something for you. You couldn't have done it without me. So, der Kampf ist auch rum. Jetzt gehen wir bloß schnell hier rein. Da hinten war ja dieses Ding, was uns heilt. Dankeschön.
Ah, das war's zum Einsammeln. Wieder was zum Lesen, Bildschirm. Obwohl dieser Bildschirm sich im Überwachungsraum befindet, läuft kein Überwachungsvideo drauf. Stattdessen wird Text darauf angezeigt. Zusammenfassung, dieser Überwachungsraum wurde von Angreifern aus einer fernen Galaxie gehackt. Bei Nutzung der durch die Überwachungsraum gewährten Rechte zum Zugriff auf das Intranet besteht ein hohes Risiko. Aus diesem Grund möchte ich beantragen, dass die Benutzung dieses Überwachungsraums vorläufig eingestellt wird. Außerdem möchte ich gerne eine bezahlte Urlaubstage aufbrauchen, die ich übers Jahr angesammelt habe. Da ist auch was zum Aufsammeln. Oh, shiny! Ooh, sparkly! Reisebewegungen, okay. The express isn't here. It has to be nearby. Let me go take a peek with my sharp eyes. Bis das Licht uns holt, okay? Wird wahrscheinlich wieder eine Errungenschaft sein, oder? Ja. Was war da? Achso. Wait, March! Huh? Huh? The Doomsday Beast. It's really here. Get down here! Careful, everyone! Okay, wir haben einen sehr starken Gegner offenbar. Autsch! Move carefully. Rules are made to be broken. You've outstayed your welcome. To try hard sometimes. Check out this awesome move. Stay right there while I give you a present. Let's go. The truth of life and death, revealed in and in this sanctuary, is but a vision! Great! You won't get away! Step aside. I have no interest in stoking conflict. The time is now. Let's make it quick. Okay. You can't run! Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens. And I'm no exception. Ah!
You have the worst luck running into me. Watch this! Let's go. Time for a detailed overhaul. Totale Vernichtung. Au! Try that again! My turn! With me out here, how can we lose? Okay, jetzt ist er dran. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move! Come one, come all. Oha. Immer noch nicht erledigt. Meine Güte. Drohendes Unheil. You can't run. The time is now. Are made to be broken. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision! Take this! You won't get away! Clemency? Never heard of it. Watch this! Let's make it quick. One at a time! Hat er jetzt drohendes Unheil schon wieder? You can't run. Step aside. I have no interest in stoking conflict. Try hard sometimes. Check out this awesome move. Let's go. Kampf endet. Gut. What happened? We're seeing the end of your story.
is that? Reach the end of the story. They're okay now. Let's talk somewhere else. Is this the space station? Ist das die Raumstation? Hi. Hi. It's good that you've made it through in one piece. You can rest easy now that the threat from the Legion has been neutralized. Es ist gut, dass du in einem Stück geschafft hast. Du kannst jetzt beruhigt sein, denn die Bedrohung durch die Legion ist gebannt. Nicht einmal die Beste des jüngsten Gerichts kann mir trotzen. You're not wrong, but be careful about blurting things out loud. Du hast nicht unrecht, aber sei vorsichtig damit, Dinge laut auszusprechen. Das könnte unerwünschte Aufmerksamkeit erregen. I guess I'll leave you to rest up a bit for the time being. By the way, what's your beacon address? That way, if anything happens, I can contact you. Ich denke, ich lasse dich jetzt erst einmal ein wenig ausruhen. Übrigens, wie lautet deine Signaladresse? Wenn etwas passiert, kann ich dich kontaktieren. Denheng und du haben gegenseitig Handynummern ausgetauscht. Go see Himiko when you have the time. She said she had something to discuss with you. Geh zu Himiko, wenn du Zeit hast. Sie sagt, sie hätte etwas mit dir zu besprechen. Du hast eine Nachricht erhalten. Hi, hier ist dein Hang. Denk daran, Himiko zu finden. Schatten der Zerstörung. Okay. Öffne das Figurenmenü, um einen Eidolon zu aktivieren. Eidola. Okay. Erwähle einen Eidolon aus das aktiviert werden kann. Durch die Aktivierung von Eidola werden die Fähigkeit der Figuren verbessert. Aktivierung des Eidolon verstreute Sterne. Wird ein Gegner durch das Ultimate besiegt, stellt die Teilblazer und zusätzlich 10 Punkte Energie wieder her. Dieser Effekt kann nur einmal pro Angriff ausgelöst werden. Nachrichten. Schicke deinen Gefährten Nachrichten, um ihnen von deinen Erfahrungen und Erlebnissen zu berichten. Klicke auf den Namen deiner Gefährten, um ihre Nachrichten zu lesen. Haben Sie jetzt mitbekommen, dass ich das Paradoxon bin? Nachdem ich jetzt so komisch den Gegner besiegt habe. Wird vermutlich so sein. You're awake. I had Marge and Dan Hung stay by the express to keep an eye on things. Du bist wach. Ich habe Merz und Dunhang gebeten, beim Express die Stellung zu halten. It's almost time. She should be arriving any moment now. Es ist fast soweit. Sie müsste jeden Moment eintreffen. I've only been gone, what, a few months? And the space station is already in this state? Da bin ich mal was ein paar Monate weg und die Raumstation sieht schon so kaputt aus. Welcome back, Herta. Willkommen zurück, Herta. This is the true master of the space station. Genius Society Number 83, Herta. Das ist die wahre Herrin der Raumstation, Herta, Mitglied Nummer 83 der Genius Gesellschaft. At least give me a proper introduction. Genius Society Number 83? Of all my outstanding achievements,
That's what you want to mention? Nun stell mich doch wenigstens ordentlich vor. Mitglied Nummer 83 der Genius-Gesellschaft, von all meinen herausragenden Errungenschaften erwähnst du ausgerechnet das. Raumstation Hertha? Yeah, up to speed yet? That place you all turned upside down? That's my property. Ja, ist soweit kapiert. Der Laden, den ihr hier auf den Kopf gestellt habt, mein Eigentum. So, this little twerp has the Stellaron now? Huh. Diese kleine Knalltüte hat also jetzt das Stellaron, was? I'll have to take a good look. Das muss ich mir genauer ansehen. Hey! Truly amazing! I built a whole space station just to contain this unactivated Stellaron and keep the blue from disaster. Wirklich fantastisch. Ich habe eine ganze Raumstation gebaut, nur um diese inaktive Stellaron sicher zu verwahren und eine Katastrophe vom Blau abzuwenden. Yet someone was able to achieve that with this little twerp's body? How did they do it? Und trotzdem hat irgendwer nun genau die ausgelöst, mit dieser kleinen Knalltüte als Werkzeug. Wie, frage ich mich. Moreover, the Stellaron is still very stable in her body. Dazu kommt, dass das Stellaron auch im Inneren vom Bumm noch sehr stabil ist. You're right. This little one's body truly is strange. Stimmt, ganz schön komisch der Körper dieses Zwergs. Müsst ihr zwei das von meiner Nase diskutieren? You can leave. I'm discussing science with... What's her face? Himiko? Science exists in objectivity. There's nothing to be secretive about. Du kannst gehen. Wie hieß sie noch, Himiko? Wir beide reden über Wissenschaft. Wissenschaft ist objektiv, da besteht kein Anlass zu Geheimniskrämerei. But as far as you're concerned, I think it would be better for you to listen in. After all, I have a lot of plans ahead involving you. Speaking of which, Himiko? Besser wäre es für dich, wenn du zuhörst. Schließlich habe ich große Pläne, die dich betreffen. Apropos Himiko. Can I bring her in for some research? Kann ich sie mir zu Forschungszwecken ausleihen? That's not up to me to decide. You can ask her yourself. Das habe ich nicht zu entscheiden. Du kannst Bum selbst fragen. Auf keinen This Fall. This little twerp really has a temper. Don't worry, I won't hurt a hair on your head. With my skills, even surgery would be painless. Die kleine Knalltüte ist ganz schön hitzköpfig. Keine Angst, ich werde dir auch kein Härchen krümmen. Mit meinen Fähigkeiten kann ich sogar schmerzfrei an dir operieren. Hallo? Aren't you worried about that bomb inside of you? Let me help you while I'm still interested. Once I'm not, I won't do any studies, even if you beg me. Hast du gar keine Angst vor der Bombe in deinem Körper? Lass mich dir helfen, bevor ich das Interesse verliere. Danach mache ich keine Studie mehr und wenn du mich anflehst. I'm very interested now. So there's almost nothing I won't accommodate. A Stellaron in your body? How interesting is that? Be grateful that I'm offering to help you out. This is a service even the IPC can't buy. Mein Interesse ist groß, also meine Toleranz fast unbegrenzt. Ein Stellaron in deinem Körper? Faszinierend, aber sei dankbar, dass ich dir überhaupt Hilfe anbiete. So einen Service kann ich nicht einmal die IFK leisten. You understand now? Herta wants you to stay in her space station. Verstehst du jetzt, Bum? Herta will, dass du auf ihrer Raumstation bleibst. Well, I'm going to have to modify your wording here. This little twerp can only stay temporarily until the research is done. Or... Maybe I'll lose interest halfway through and they can just beat it. Naja, da muss ich dich korrigieren. Die kleine Knalltüte darf vorübergehend bleiben, bis die Forschung abgeschlossen ist oder bis mir langweilig wird. Dann schmeiße ich sie vorher raus. And after that? Und dann? Not my problem. Ist nicht mein Problem. You also have another option. The Astral Express. If you want, you can leave with us. Bum, du hast eine Alternative, den Astral Express. Wenn du willst, kannst du mit uns kommen. The Express has its fair share of experiences with Stellarons. The thing you're worried about and the answers we're looking for are one and the same. Besides. Der Express hat reichlich Erfahrung mit Stellarons. Was dir Sorgen macht, ist dasselbe, was uns zur Suche nach Antworten antreibt. Außerdem. We can come back anytime to let Herta conduct her research. She's absolutely fascinated now. Können wir zwischen.
können wir zwischendurch zurückkommen und Theta ihre Forschung durchführen lassen, wo sie dich so faszinierend findet. Well, works for me. Keeps this subject fresh too. And that way, I won't need to keep worrying about this little twerp all the time. Ist mir auch recht. Das sorgt für Abwechslung. Ich muss mich nicht ständig um das Wohlergehen der kleinen Knalltüte bemühen. Ideal. An Bord des Express gehen oder zurückbleiben. My advice would be to get on. You're not doing me that big of a favor by staying anyway. Ich würde dir raten, einzusteigen. Du tust mir sowieso keinen Riesengefallen, indem du hier Just bleibst. Just remember to come back often. Make an appointment in advance with Asta or Arlen, so I can make time to study you. Vergiss aber nicht, öfter mal vorbeizukommen. Mach vorher einen Termin bei Asta oder Arlen, damit ich Zeit habe, dich zu studieren. There's no need to rush into this, Herta. Asta's in the Master Control Zone. Let's let her have a talk with Asta first and decide for herself. Nur nichts überstürzen, Herta. Astra ist in der Hauptkontrollzone. Lass Bum erstmal Asta sprechen und dann selbst entscheiden. I'll be waiting for you on the platform. It's no hurry if you still have things to do or someone to see. Bum, ich werde am Bahnsteig auf dich warten. Es eilt nicht, falls du noch etwas zu erledigen hast oder mit jemandem sprechen Come willst. Find me when you've made your decision. Gib mir Bescheid, wenn du dich entschieden hast. Du hast eine Nachricht erhalten. Schon wieder? Herta, hey Bum, ich bin's Herta. Ich brauche dich für etwas Gutes. Komm schnell in mein Büro, ich warte auf dich. Aber du bist doch direkt neben mir. Kannst es mir nicht einfach sagen? Aber du bist doch direkt neben mir. Automatische Antwort. Hi, ich bin momentan nicht verfügbar und ich werde mich auch nicht später bei dir melden. Aha. Mimiko hat das Team verlassen. Öffne die Teaminformationen, um die Teamaufstellung anzupassen. Füge dem Team eine Figur hinzu. Jetzt kann ich noch eine Figur hinzufügen, okay. Wie wär's mit ihm? Oder ich nehme sie. Sie hat ja Blitze. I just came online. Umf, ich habe das Interesse an dir noch nicht vollständig verloren. Stell deine Frage. Naja, raus damit. Wie viele Marionetten hast du? Wie sieht deine Sammlung hier auf der Station aus? Einigermaßen interessante Kuriositäten und total langweilige Leute. Du scheinst viele Kuriositäten zu besitzen. Kann ich eine davon haben? Würdest du jemanden, der zu lebenslänglich verurteilt wurde, ein paar Jahre im Gefängnis abnehmen, nur weil es möglich ist? Falls ja, bist du witzig. Falls nicht, bist du klug. Warum besitzt du diese Raumstation und warum leitest du sie? Die Kooperation war bereit zu einer neuen Investition und ich habe ihr Angebot nicht abgelehnt. Was das Tagesgeschäft angeht, sollst du Asta fragen. Wie viele Marionetten hast du? 249 im Einsatz und 32 in Reserve. Ich habe keine Zeit, sie zum Laufen zu bringen, also habe ich einfach ein paar in jedem Bereich. Ja, wie auch immer. Okay. People who buy that think smart water raises their IQ. Ich will mich noch umsehen. Vielleicht liegt ja wieder irgendwo was zum Lesen rum. Offenbar nicht. Oh, ein Hund! Wuff, 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 wuff! Das ist Assas Hündchen. Es ist oft in den automatischen Laufmodus gestellt, was die Forscher nicht mehr stört. Wuff, 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 wuff! Ein niedlicher, lebhaftender Welpe. Er wedelt mit dem Schwanz. Daran kannst du erkennen, dass er dich mag. Der Welpe sieht dich erwartungsvoll an. Lass uns spielen.
Peppy ist anscheinend in guter Stimmung. Das ist eine gute Gelegenheit, um eine engere Beziehung aufzubauen. Sein Kopf täscheln. Wuff, wuff, wuff. Als du seinen flauschigen Kopf mit deiner Hand kraulst, kannst du spüren, wie sein Schwanz schneller wedelt. Peppy ist anscheinend in guter Stimmung. Das ist eine gute Gelegenheit. Achso. Sein Bauch kraulen. Anscheinend will er seinen Bauch nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Ich dachte nie, dass ich einen Hund finden würde, der sich so ziert. Okay. Seine Pfoten berühren. Du nimmst seine weichen kleinen Pfoten in die Hände. Die warmen Pfötchen sind super weich. Peppy ist an... Ja. Lass uns einfach für heute hier aufhören. Wuff, wuff. Cool. People who buy that think smart water raises their IQ. Hey, there you are. Jo, da bist du ja. Wie bist du so schnell hierher gelandet? Tut mir leid, dass du lange warten musstest. I haven't moved. What you're seeing is one of my remote control puppets. Was du vor dir siehst, ist einer meiner. I just connect to one wherever I am needed. Was du vor dir siehst, ist einer meiner ferngesteuerten Marionetten. Die liegen hier überall rum. Ich klinke mich ein, wo ich gebraucht werde. Enough chit chat. I am working on a big project with a few colleagues. If we succeed, it will answer the ultimate question that's been puzzling us for thousands of Amber Eras. The truth about Eons. Genug geplaudert, Boom. Ich arbeite mit ein paar Kollegen an einem großen Projekt. Wenn wir Erfolg haben, wird die ultimative Frage beantwortet, die uns schon seit Tausenden Bernsteinzeitaltern Rätsel aufgibt. Was hat das mit den Äonen auf sich? Eons. Think about it. What mystical existences. Some eons used to be ordinary humans like you and me, but somehow they managed to obtain power beyond our imagination. They are mysterious, powerful, silent, and terrifying. It's hard to explain all the mysteries surrounding them. Äonen, denk mal darüber nach, solch mystische Wesen. Einige Äonen waren einmal gewöhnliche Menschen wie du und ich, aber irgendwie haben sie unvorstellbare Kräfte erlangt. Sie sind geheimnisvoll, mächtig, lautlos und furchterregend. Die vielen Rätsel rund um sie sind nur schwer in Worte zu fassen. How were they created? Why were they created? What were they created for? Have you ever thought about these questions? Wie wurden sie erschaffen? Aus welchem Grund? Zu welchem Zweck? Bumm, hast du dir diese Fragen jemals gestellt? Was hat das denn mit mir zu tun? Well, indeed, it's got nothing to do with you, but we need you. Give me some time. I'll make this worthwhile for you, too. Tja, es hat überhaupt nichts mit dir zu tun, aber wir brauchen dich. Hab nur Geduld, Bumm. Ich verspreche dir, dass es sich lohnt. The four geniuses of the society wrote a program together. You see the big machine in the office? That machine contains a universe. Just like the universe we live in, but it's more streamlined and customized. Die vier Genies der Gesellschaft haben gemeinsam ein Programm geschrieben. Siehst du die große Maschine im Büro? Sie enthält ein Universum, genau wie die Welt, in der wir leben, aber optimiert und modifiziert. I call it the Metaverse. Ich nenne es das Metaversum. Ernsthaft klingt nach Hype-Marketing. Je einfacher, desto besser. Oh, really? That's what my partner said as well. Fine. I am a team player. Then let's call it the simulated universe. Ach ja, meine Partner meinten das auch. Na gut, ich bin ein Teamplayer. Dann nennen wir es eben die Universum-Simulation. Now okay. Go and experience it for yourself. I will guide you in the simulated universe to make sure nothing happens to you. I'll even give you a substantial reward. Probier es jetzt selbst aus. Ich werde dich in die Universum-Simulation einführen, damit dir nichts passiert. Du bekommst sogar noch eine große Belohnung von mir.
Universumsimulation, erste geschlossene Beta, Start. Okay. Und das ist also meine Belohnung, alles klar. Ja, steh einfach da, dann liest der Computer deine Hirnwände und hört anschließend automatisch eine immerse Simulation. Bumm, kannst du diese Nachricht ziehen? Wenn ja, klicke einfach irgendwo auf dem Bildschirm. Dein Körper sitzt noch im Büro. Das ist eine Universumsimulation, die aus deiner Erinnerung erzeugt wurde. Dies ist nur der Server für den Alpha-Test, auf dem nicht alle Funktionen verfügbar sind. Versuche jetzt herumzulaufen. Siehst du, jetzt kannst du dich bewegen. Ich möchte gerne, dass du Alvi spielst und ein paar Monster findest, die du bekämpfen kannst. Ich bin gespannt, welche Simulation ihrer dich entscheidest. Überfall. Keine Augen im Hinterkopf. Na toll. Okay, sie hat mir Unterstützung mitgebracht. Aktiviere Autokampf, um Fähigkeiten im Kampf automatisch einzusetzen. The time is now. My turn. With me out here, how can we lose? So, let's make it quick. Okay. Take this. Ow. Try that again. You can't run. So, der ist schon mal hinüber. You have the worst luck running. Quillof, es ist ein Rauschen am bernsteinfarbenen Himmel zu hören. Es dämmert. Du schaust nach oben und siehst unzählige Kupfererze, Bernsteine und Opale vom Himmel fallen. Was für ein wundervoller Mineralienregen. Im dichten Kunst reckt ein Koloss seinen Rückgrat hoch mit einem Vorschlaghammer in der großen Faust. Du öffnest die Augen und erkennst, es ist Quillof, Äonen der Bewahrung. Ist das eine Art Rollenspiel? Ist das ein neuer Trick von Hertha? Tosendes Gebrüll ertönt um den Koloss herum. Das ist eine Warnung für dich. Dann verschwindet er direkt vor deinen Augen. Unsere Kalkulierungen sind korrekt, Quillof. Äon der Bewahrung ist wirklich erschienen. Plötzlich hörst du Herthas Stimme. Du kannst dir nicht erklären, warum sie kichert. Die Wiederbelebung von Akivili, Äonen des Dreiblaze, hat einen alten Freund angezogen. Erzähl mir mehr über die Beziehung zwischen den Äonen. Das, was du gesehen hast, war ein simuliertes Äonen, das von Ruan Mei und Squirellum sorgsam gepflegt worden ist. Simulierte Äonen werden uns genauso ignorieren wie die echten, also habe ich deine simulierte Identität als Akivili Äonen des Trailblaze eingestellt, um sie anzulocken. Mit einem leichten Zungenschnalzen sagt Hertha weiter, es scheint, dass meine Einschätzung richtig ist. Versuch das nächste Mal, wenn du auf die Äonen triffst, irgendwas aus ihnen herauszukitzeln. Was willst du wissen? Mythen, Anekdoten und Liebesgeschichten über die Äonen oder die Herkunft des Universums, was auch immer. Hertha war genervt. Dir fällt doch bestimmt was ein. Aha. Aber ich helfe dir bei diesem Test. Schau, ich habe Zugangsberechtigung genutzt, um deinen Segen zu verstärken. Jetzt kannst du los und dich ein wenig amüsieren. Frag nicht, warum. Sag einfach Danke. Los trifft deine Wahl. Okay. Konstrukt Entschädigung. Verursacht eine Figur Schwächebruch an Gegnern, erhält sie ein Schild. Installeres Konstrukt Zufluchtsort. Am Ende der Runde bekommen die Figuren ein Schild. Was ist das? Konstrukt Wachposten. Alle Verbündeten erhalten zu Beginn des Kampfes ein Schild. Das. Nutze Segen der Bewahrung. Das geht zu schnell. In der Universumsimulation kannst du dir Segen aussuchen, nachdem du Gegner besiegt hast. Diese können ausschließlich in der aktuellen Erkundung genutzt werden. Okay.
Freeze! Freeze! Step aside. I have no interest in stoking conflict. The time is now. You have the worst luck running into me. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Sind beide gefroren, okay? With me out here, how can we lose? Let's go. Clemency? Never heard of it. The truth of life and death, revealed in an instant. Okay. This sanctuary is but a vision. Kampf endet. Leider ist Gwilyph nicht gekommen, das hatte ich schon vermutet. Wer den Segen der Schilde in Schaden umwandelt und eile weiter. Konstruktrotation. Erhalte Figuren ein Schild, besteht eine geringe Chance, dass ein Leber von ihnen entfernt wird. Göttliches Konstrukt. Verursacht beim Angriff auf Gegner Beben Schaden an diesem basierend auf der aktuellen Schildmenge aller Verbündeten. Konstruktfestigkeit. Verringert den von Fragium mit Schild erlittenen Schaden. Machen wir die Bewahrung. Freeze. It's too late to repent. Rules are made to be broken. The time is now. I told ya I could fight. Watch this! Let's make it quick. Was? Noch eine Runde? Okay. My turn. Stay right there while I give you a present. Try that again. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. It's too late to repent. Oh, echt jetzt? I have no interest in stoking conflict. The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. With me out here, how can we lose? Ow. You can't run! Try that again! Clemency? Never heard of it. Okay, Kampf vorbei. Komm schon. Okay. Göttliches Konstrukt Metasenfeld. Wo es bei Angriff auf eine Figur Bebenschaden basierend auf die Schildmenge der Figur, bevor sie angegriffen wird. Erhöht dem Beben. Was ist das? Instrahlendes Konstrukt Scherstruktur, okay. Erhöht den Bebenschaden der Figuren und bewirkt, dass diese alle Gegner trifft.
installbares Konstrukt, viereckige Pyramide. Erhöht eine Figur einen Schild, wird dessen Schildmenge erhöht. Mama das zweite. Verflixt. Okay. Metastasenfeld. Tja, er wird wahrscheinlich nicht kommen. Ja, wir nehmen ja schon alles. Tut mir leid, ich habe dir vorübergehend deine Aktivitätsberechtigung entzogen. Da ist etwas, weswegen ich mich bei dir entschuldigen muss. Ich gebe zu, dass ich etwas zu sehr auf Erfolg aus bin. Ich werde nicht noch einmal auf das System einwirken. Spiele einfach, wie du möchtest. Dass Quillith erschienen ist, war wahrscheinlich nur ein Zufall. Das ist alles. Jedenfalls tut es mir leid. Okay. Huh, crash now or crash later? Freeze! Oh, verdammt. Rules are made to be broken. Rules. You've outstayed your welcome! Move carefully. The truth of life and death, revealed in this sanctuary, is but a vision! Okay, er ist noch nicht tot. Stay right there while I give you a present! You're annoying! You can't run! Okay. You have the worst luck running into me. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move! One. With me out here, how can we lose? Let's go. Batter up. Runde des Bogens. Step aside. I have no interest in stoking conflict. The time is now. Universum-Simulation, der Kampf ist vorbei und du wartest an Ort und Stelle, aber nichts geschieht. Was soll ich tun? Auf langes Schweigen folgt ein tiefer Seufzer Herthas. Ich habe erwartet, dass er erscheint. Aber egal, dann schalte ich die Universum-Simulation mal ab. Es dauert nur eine Sekunde und du wirst nichts spüren. Reden wir, wenn du wieder in der Realität bist. Universum-Simulation. Sagtest du nicht, es dauert nur eine Sekunde? Er ist gekommen. Du hörst Herthas verblüffte Worte. Nein, nicht er. Das ist ein anderer Äon. Das ist... Ihre Stimme verhallt plötzlich und wird zu einer langen, gezogenen Schallwelle. Du hast ein komisches Gefühl dabei, als hätten Herthas Worte Gestalt angenommen und als wäre die ganze Universumsimulation irgendwie unwirklich geworden. Plötzlich weht ein kalter Luftzug vorbei, der sich tief in die Poren deiner Haut bohrt, wenn du von deinen Augen Rauchschwaden wabern. Okay. Fully, du erkennst eine schemenhafte Gestalt aus Spiegelfragmenten, deren Gesichtszüge wiederholt durch das Licht gebrochen werden und damit unerkennbar sind. Unzählige Erinnerungen erscheinen vor deinen Augen. Du siehst Kafka, ihr Körper ist gedehnt, geformt, verformt und mit dem Regenschirm in ihrer Hand vermischt. Alles verwandelt in einem Wassertropfen und fällt dir zu Füßen. Du siehst dieses selbst als ein weinendes Baby Adlewun, das die nicht durchtrennte Nabelschnur umarmt. Du erinnerst dich an die goldene Narbe an deinem Körper und wie dein goldenes Blut auf den sterbenden Planeten fließt. Du findest dich dunkelhäutig und deine Gewand bedeckt die Wildnis. Du siehst dich als flinken Schatten, der über den Abgrund ist, um eine Sternschnuppe zu fangen.
Dann auf einmal ertönt ihre Stimme, das Gewand flattert und schwingt sich um deine dunkle Haut. Du lachst während deiner Erkundung, die Seidenfäden spinnen über Lappen und verwandeln sich in die Sprache des Ozeans. Jedes deiner Worte ist miteinander verbunden, wie ein Flüstern. Noch bevor du etwas sagst, ist sie verschwunden. Warte, lass uns über Kafka reden. Wir haben es geschafft, schreit Hertha voller Freude. Das war Fuli. Sie hat dich für den gefallenen Akivili gehalten. Also begann sie von sich aus ein Gespräch mit dir. Fuli ist sehr hilfreich für unsere Forschung. Sind die Erinnerungen aller lebenden Wesen und wissen fast so viel über alle möglichen Ione Gelehrsamkeit. Dinge wie Noos. Komm raus, Bumm. Ich will die Universumsimulation verbessern, damit du in Zukunft noch länger da drin bleiben kannst. Du sagst, du würdest nicht mehr auf das System einwirken. Es fühlt sich an, als würde ein Haken an deinem Bauchnabel ziehen und deinen ganzen Körper umherschwinden lassen. Als du die Augen aufmachst, bist du wieder in Herthas Büro. Deine erste Begegnung mit der Universumsimulation ist zu Ende. Es hat geklappt. Das muss ich sofort Steffen erzählen. Bumm sieht nicht einfach nur still. Steh nicht einfach nur still. Geh nochmal hinein, lauf etwas herum und schau, ob du ihr noch ein paar Worte entlocken kannst oder so. Du sollst mir gegenüber etwas Respekt zeigen. Du musst nicht das Recht, mich herumzukommandieren. In Ordnung, gehe ich jetzt. Oh, du hast recht. Ich war etwas zu aufgeregt. Entschuldige, Bumm. Ich respektiere dich wirklich. Würdest du bitte einen weiteren Test hineingehen, wenn es dir nichts ausmacht? Ich habe die Universumsimulation verbessert. Jetzt verfügt sie über noch mehr RAM und unterstützt längere Sitzungen. Ich schätze, die letzte Runde war ziemlich langweilig. Also werde ich Steffen beauftragen, noch ein paar interessante Sachen hinzuzufügen. Dieser Teil wurde einiges für dich entwickelt. Ich hoffe, du hast viel Spaß. Hurra, ich liebe Spiele, die mir Spaß machen, nicht so gut wie im echten Leben Belohnung zu erhalten. Ich vertraue eure Definition von Spaß nicht. Was soll ich sagen? Ich vertraue ja auch nicht. Jedes Mal, wenn mir jemand etwas von Spaß erzählt, erwarte ich nur einen Haufen Schwachsinn. Daher würde ich mit dir lieber noch etwas über den Teil mit den Belohnungen sprechen. Generell ist dies ein lange erwartetes Update der Version mit längerem Gameplay, mehr Inhalten, besseren Belohnungen und einer ausgefallenen Schwierigkeitskurve. Mach dich bereit und stürze dich erneut in den Beta-Test der Universumsimulation. Ich werde dir weiterhelfen. Figur Hertha. Die Gelehrsamkeit. Okay. Erhaltene Gegenstände. Datenbank. Zum schließenden Lernbereich klicken. Missionen. Neben den Abschließen von Teilblaze-Missionen, mit denen du in der Geschichte vorankommst, kannst du bei der Erkundung auch auf andere Missionen stoßen. Nachdem du bestimmte Gebiete gründlich erkundet hast, kannst du Abenteuermissionen von den Leuten dort erhalten, sodass du die verschiedenen Welten besser kennenlernst. Wenn du bestimmte Missionen abschließt, kannst du Gefährten, die du auf deiner Reise triffst, in den Astralexpress einladen. Außerdem kannst du auch tägliche Missionen erfüllen, um entsprechende Belohnungen zu erhalten. Okay. Was habe ich hier? Trailblaze Wille. Oh, abholen. Starrail Pass 10. Okay. Die Reise geht weiter. Verlasse Herthas Büro. Die Reise geht weiter. Verlasse Herthas Büro. Diese klugen Worte kommen dir wieder in den Sinn. Wenn du die Wahl hast, dann triff die Entscheidung, von der du weißt, dass du sie nicht bereuen wirst. Obwohl du glaubst, dich nicht entschieden zu haben, könnte es auch sein, dass du es doch schon getan hast, dir aber nicht sicher bist, ob jemand anders seine Meinung teilt. Das ist in Ordnung. Du kannst diese Entscheidung tief in deinem Herzen verbergen und dir erstmal anhören, was die anderen davon halten. Ist es möglich, dass ihr alle dasselbe denkt? Universumsimulation, zweite geschlossene Beta. Hertha möchte, dass du als Teilblazerin dich in die Universumsimulation der Genius-Gesellschaft begibst, um zu verursachen, den Simulationen des Geheimnis der Ionen und der Pfade zu entlocken. Okay, sie habe ich jetzt neu. Das heißt, ich könnte ihr einen Lichtkegel geben. Ja, was kann sie nehmen? Was ist das denn? Leere.
erhöht zu Beginn des Kampfes die Effekt-Referate des Triggers für 3 Runden um 20%. Start in die Leere wie eine dunkle Sonne am Ende aller Materie. Sie wird bekundet die Antwort auf alle Fragen. Ach, das habe ich schon gelesen. Aber ich könnte den jetzt verstärken. Aber ich habe für sie nichts. Okay. Was ist das? Ist das... Ach, das ist auch die Datenbank, so wie hier. Ach so, ich hätte ihr die Datenbank geben können, aber nö, das habe ich ja schon ausgewählt. Ja, nerv nicht. Ach, das sind wieder diese Tutorial, okay. Erfolge. Keine Augen im Hinterkopf. Erlebe einen Überfall während der Erkundung. Gute Nacht, mein Freund. Bezwinge insgesamt 15 Gegner in der Universumsimulation. Gut, ich würde aber sagen, wir machen dann hier spannend weiter im nächsten Video. Also bis dahin, ciao, ciao.